Ab Dienstag geriet Taiwan unter den Einfluss des Taifuns Gemi, der erste Taifun, der Taiwan dieses Jahr getroffen hat. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag flog das Auge des Taifuns dann über Taiwan hinweg und für diese beiden Tage wurden dann die Regierungsbehörden und Schulen geschlossen. Einer Regelung, denen sich im Allgemeinen auch ein Großteil der Unternehmen anschließen. Gestern Nachmittag nutzte ich einen ruhigen Moment, um mich in der Nachbarschaft umzuschauen. Hier ist es nicht zu den großen Schäden gekommen, wie in anderen Teilen des Landes, für die teilweise Warnungen wegen extrem sintflutiger Regenfälle und Überschwemmungen ausgegeben wurden. Dazu sind bisher 3 Personen zu Tode gekommen und mehr als 200 Personen als verletzt gemeldet wurden. Trotzdem bekommt man auch hier einen kleinen Einblick in die zerstörerische Kraft des Taifuns, der auch in meiner Nachbarschaft zu einigen der derzeit fast 500 umgestürzten Bäume allein in Taipeh gesorgt hat und zu einem deutlichen Anschwillen der Bäche geführt hat. Ilon Huang, Radio Taiwan International.